Ganz schön tief. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich seh's mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Was ist denn los? Danke, ich wollte nur die Stufen runter. Hey, pass gut auf da unten. Das war knapp. Kann man die irgendwie runterziehen oder so? Okay, das bringt was. Hier geht's nicht weiter. Ach, sag nicht, du gehst da drin schwimmen. Es gibt Schlimmeres. Ein bisschen planschen gehen. Jetzt bin ich nass. Nee. Nee, der. Wer hätte das gedacht? Wir finden natürlich auf jeden Fall einen Weg für Sully, dass er nachkommt. Ja. So, ich guck mal gerade noch was in den Optionen. Ich denke, wir können weiterspielen. Gedacht, es klingelt gerade bei mir, aber Fehlentscheidung. Geschafft! Ich bin jetzt drüben! Bekommst du die auf? Sully, kommst du hinterher? Nicht schlecht. Ich nehme den hier. Ah, sieht sicher aus. Ja, ganz bestimmt. Sicher. Oh, noch geschafft. Ich hab's geschafft! Nichts passiert! Oh. Was nett für dich. Jetzt sieht es aus, als hätten wir endlich Glück. Das will ich danach auch hoffen. Gucken wir nach. Sie haben den Tempel drumherum gebaut. Und um was? Eine Statue. Eine Goldstatue. Eine Riesengoldstatue. Schau mal hier, diese Menschen da. Die huldigen dem Ding. Wenn das überhaupt Menschen sind. Na klar. El Dorado, der goldene Mann. Sully, es war keine Stadt aus Gold. Es war das hier. Es war ein Götze aus Gold. Mann, kannst du dir vorstellen, was das Ding heute wert wäre? Schau mal hier, Spuren. Die Spanier haben sie auf Stämmen weggeschleift. Und wir sind leider 400 Jahre zu spät. Und gehen leer aus. Ja, sieht so aus. Verdammter Mist! Außer... Außer was? Wir folgen der Spur. Ja, wir folgen der Spur am besten.
Hier hören sie auf. Ja, sieht aus, als wäre die Rückwand des Tempels weggesprengt worden. Ja. Die Spanier haben beim Schatztransport eine Abkürzung gebaut. Klasse. Und jetzt? Tja, und jetzt? Folgen wir einfach dem Weg, würde ich sagen. Hier müssen die Spanier auch die Eldorado dann weggeschleift haben. Halt, Sally, hörst du das? Na, sowas sieht man nicht jeden Tag. Mein Gott. Das stimmt wohl. Das sieht man nicht wirklich nicht jeden Tag, ein U-Boot. Schau sich einer das an. Ist wohl bei Hochwasser gekommen und dann stecken geblieben. Schauen wir es uns an, hm? Na, ich weiß nicht recht. Mir ist bei der Sache irgendwie unwohl. Unwohl? Sag bloß, du hast noch nie ein deutsches U-Boot mitten im Dschungel gefunden. Ach, jetzt mal im Ernst, Nate. Weißt du was? Du bleibst hier. Ich sehe mich mal um und geb dir Bescheid, wenn ich auf die Crew treffe. Ja, genau. Mach das. Oh, warte mal. Das bewahrst du lieber auf. Okay. Ich glaube, das könnte echt anstrengend werden. Ja, das wird auf jeden Fall ein Kletterparcours. Scheint, als müsstest du über die Klippen klettern, um ins U-Boot zu kommen. Ja, vielen Dank, Sally. Ja. Aber noch komme ich hier ganz gut mit dem Klettern hin. Naja, warten wir es noch ab, aber bisher geht's eigentlich. Komm schon. Ah, die gleichen Kletterprobleme wie bei Assassin's Creed. Und ich kann die Kamera nicht drehen. Ich bin noch kurz zurück. Komm schon. Ah, okay. Man kann einfach hochklettern. Wenn man das früher gewusst hätte, wäre ich darauf früher auch gekommen. Von dort kannst du dich wohl direkt ins U-Boot fallen lassen. Bin drauf, Sally, bin drauf. Boah, die Grafik sieht echt schön aus, die Sonne da, ne? Für ein Spiel, was 2007 rausgekommen ist, sieht das echt gut aus. Nate, bist du gegen Tetanus geimpft? Hoho, sehr witzig. Ja, bin ich. Dann gehen wir mal ins U-Boot rein. Okay,
Bin drin. Was siehst du? Die Jungs wurden übel zugerichtet. Hier ist überall Blut. Und Suppe. Was? Hier ist nichts. Okay, gehen wir weiter. Mach mal das Ding hier mal auf. Was? Okay. Wo kommt die denn her, mein leicht verwester Freund? Ich glaube, die Spur ist wieder heiß geworden. Wie das? Tja, hier liegt ein Typ mit jeder Menge spanischer Münzen. Aber die Prägung darauf habe ich noch nie gesehen. Du machst Witze. Anscheinend wussten die Jungs mehr als wir. Tja. Müssen wir schon schwimmen. Schrecklich. Gemütlich. Tja, ja, kann man so sehen. Bin jetzt in der Kajüte. Weißt du was? Der Captain auch. Was soll das denn heißen? Er ist ermordet worden. Oder besser gesagt zerfetzt. Was für ein Abgang. Klingt furchtbar. Durchsuche ihn. Wie einfühlsam, Sully. Doch nicht. Was gefunden, Kleiner? UK-2642. UK-2642. Bingo. Alles klar bei dir? Sully, das wirst du nicht glauben. Lass hören. Ich glaube, ich habe die fehlende Seite. Nicht im Ernst. Anscheinend haben Drake und die Deutschen den gleichen Schatz gesucht. Hier ist die Karte, die uns genau ans Ziel führt. Nate, wir dürfen nicht wieder falsch liegen. Diesmal muss was rausspringen, sonst... Sonst was? Sully? Bist du da? Sullivan!